Kuckuck und guten Morgen. Wie elegant. Hier ein bisschen aus Elfis Leben im sechsten Monat. Sie weiß gar nicht, wohin mit ihrer ganzen Liebe. Ja! Ich zähle bis drei, dann ist hier Karneval. Eins, zwei, drei. Als Gott Elfi schuf, dachte er, keine Ahnung, was es wird, aber es wird bestimmt lustig. Anfangs traut sie sich noch nicht ins Wasser, später verliert sie die Scheu. Faszinierend. Sie können wie Jesus übers Wasser laufen. Das ist ihr Hasenkraki. Sie liebt ihn. Wenn Elfi ungestört sein will, zieht sie sich in ihre Box zurück. Selten ist sie geduldig und wartet ab, bis ich mit ihr spiele. Das ist sie. Hier das spielerische Beuteschütteln. Kira in Sicherheitsposition. Wir freuen uns über Pakete sehr. Heute ist leider nicht aufgeräumt. Die Heinzelmännchen haben ihren freien Tag. Heute darf die Sau raus. Da!
Inzwischen hat Hasi keine Ohren mehr und eine Glatze. Fleißige Arbeit. Jetzt haben Vampire keine Chance mehr. Jetzt wird die Älteste bearbeitet. Sie lässt sich das nicht immer gefallen. Sie ist ein Ruhepol im Rudel. Ein Fels in der Brandung. Heute bin ich glücklich, weil es keinen Grund gibt, es nicht zu sein. Elfie hat einen riesigen Appetit und ist ein Vorbild, wenn es ums Essen geht. Eine Freude fürs Frauchen. Plauze kraulen ist wundervoll. Endlich. Positiv auf müde getestet.